Hallihallo, hier kommt geschwind unser kleiner Zeo, das Zebrakind. Triff Mama, Papa und Uroma, Oma und Opa sind wunderbar. Wir schauen bei Zeo rein, dein Freund will Zeo sein. Wir schauen bei Zeo rein, dein Freund will Zeo sein. Zeo, der Reporter. Pilot Zeo an Tower, ich bereite den Start vor. Vorsicht! Ich muss sie renovieren. Könntest du vielleicht... Oh, tut mir leid. Ich habe jetzt keine Zeit für dich. Ich muss Opa die Zeitung bringen. Ihr wartet schon darauf. Renn hier bitte nicht so viel herum. Ich bin nämlich sehr beschäftigt. Hier, oh. Ich bring dir deine Zeitung, Opa. Ah, danke schön, Zeo. Du, Opa, warum bekommst du eigentlich jeden Tag eine Zeitung? Es gibt täglich Neuigkeiten. In der Zeitung kannst du nachlesen, was am Tag davor passiert ist. Zum Beispiel, wer beim Fußball gewonnen hat und was sonst noch in der Welt los ist. Und woher wissen die das alles? Na, von den Leuten, die bei den Zeitungen arbeiten. Die nennt man Reporter. Und die sind immer auf der Suche nach aufregenden Geschichten, die sie dann alle aufschreiben und in der Zeitung rausbringen. Wie diese Geschichte. Bello überlistet die Einbrecher. Das ist die Schlagzeile. Man benutzt nur ganz wenige Worte, um die Leute neugierig zu machen. Als Diebe gestern Nacht ins Stadtmuseum einbrachen, kam zufällig die unbeteiligte Anwohnerin Mrs. Primo Smedley mit ihrem Hund Bello vorbei. Als die Einbrecher mit einem wertvollen Gemälde aus dem Museum herauskamen, war Bello gleich zur Stelle. Er verhinderte die Flucht. So war es der Polizei möglich, die beiden Einbrecher festzunehmen. Ohne Bello, sagte Mr. Unwin, der Museumsleiter, hätten wir ein ganz unglaublich wertvolles Kunstwerk verloren. Aber der tapfere Bello konnte das verhindern. Klasse! Bello ist ein toller Hund! Ja, das stimmt. Und es gibt noch viel mehr solcher Geschichten in der Zeitung. Ja, aber die spannendste Geschichte kommt natürlich immer auf die erste Seite, verstehst du? Hey! Also ich wäre ja auch furchtbar gern. Wie werden die nochmal genannt? Reporter. Ja, ja, genau, ein Reporter. Also ich möchte auch Reporter werden, wenn ich mal groß bin. Aber so lange musst du doch gar nicht warten. Du brauchst nur einen Notizblock und einen Bleistift. Du kannst deine eigene Zeitung gründen, wenn du möchtest. Noch heute. Ja, ja, das tue ich und ich werde sie die Zeo-Zeitung nennen. Super! Ach, Zeo, bevor du mit deiner Zeitung anfängst, bringst du Oma bitte die selbstgestrickten Handschuhe? Ja, das mache ich, Oma, sobald ich meinen Notizblock geholt habe. Na, Zeo? Warum hast du es denn gerade so eilig? Na, weil ich Geschichten suche. Und zwar für die Zeo-Zeitung. Das ist meine eigene Zeitung. Ach, das ist ja aufregend. Naja, ich hoffe, dass du ein paar interessante Geschichten... Puck! Oh. Hey, das wird meine erste tolle Geschichte sein. Ein grüner Vogel wird weiß. Wie wär's damit? Ein grüner Vogel zwingt deine Mutter, mit dem Kuchenbacken noch mal von vorn anzufangen. Ach nein, da finde ich meine Geschichte ehrlich gesagt spannender. Hm.
Also, Park. Ist denn alles in Ordnung, Papa? Nein, nicht so ganz. Park kam gerade hereingeflogen und hätte beinahe meinen Eimer umgekippt. Es hätte fast einen bösen Unfall gegeben. Aha, interessant. Eine Fast-Katastrophe bei Papas Renovierung. Ja, das wird eine sehr gute Geschichte. Theo hat nämlich eine Zeitung gegründet. Oh, ich verstehe. Nein, verstehe ich nicht. Warum hat Park... Ich meine, wieso hat er... Keine Zeit für Erklärungen. Ich muss jetzt noch mehr Geschichten für meine Zeitung finden. Kann ich nachsehen, ob bei Mr. Zoe was passiert ist? Ja, das kannst du. Ach, wie schade. Mir fällt überhaupt nichts Aufregendes ein, Theo. Oder ist die Lieferung einer falschen Fischpastete interessant? Nein. Ich hätte eine interessante Geschichte für deine Zeitung. Letzte Nacht haben sich ein paar Außerirdische vom Planeten Ziebig runtergebeamt. Und sie haben mich in ihr Raumschiff rausgezoomt. Und ja, und sie waren alle ganz grün und ganz schleimig. Hm. Und sie hatten solche Insektenaugen. Und Tenter, Fühler. Und, Zack, hat der Film, den wir gestern gesehen haben, vielleicht irgendwas mit deiner Geschichte zu tun? Schon möglich. Aber ich wollte dir doch nur helfen. Vielen Dank, Zack. Danke, Mr. Zoe. Ich gehe jetzt mal. Ich brauche noch ein paar Geschichten für meine Zeitung. Also, was habe ich denn bis jetzt? Tja, leider noch nicht sehr viel. Das hört sich nach einer aufregenden Geschichte an. Hör mal, also jetzt beruhige dich doch bitte wieder. Das ist doch nur... Ein Wurm! Ein schlangenartiger Wurm! Ich hasse, hasse, hasse Würmer! Ah! Jetzt tu doch was, Papi! Ah! Mädchen verfällt in eine Wurmpanik. Ja, am besten ich male gleich noch ein Bild dazu. Na, Pock, wie findest du das? Der Wurm sieht einfach nicht gruselig genug aus. Ach, vielen Dank, dass du mir hilfst. Ich muss einkaufen gehen, das habe ich Uroma versprochen. Oh, hallo, Theo. Na, wie geht's? Läuft es denn gut mit deiner Zeitung? Ja, ja. Ich habe schon ein paar Geschichten gefunden, Oma. Vogel wechselt Farbe. Renovierungskatastrophe. Also fast. Invasion der Außerirdischen. Oder sowas. Ein Mädchen im Wurmpanik. Aber etwas Aufregendes habe ich nicht gefunden. Oh je! Yeah. Uroma? Mein dummer Treppenlift. Ich steck hier fest. Liebling, Uromas Treppenlift ist... Ah! Oh. Das darf doch nicht wahr sein. Hab keine Angst. Ich werde nur schnell mein Werkzeug holen. Da unten scheint es auch irgendwelchen Ärger zu geben. Ach du meine Güte. Gab es hier einen Unfall? Ist denn hier alles in Ordnung? Ja, ja, ich glaube schon, Opa. Ja, also fast. Ach, entschuldige, das war eine dumme Frage, aber was ist passiert? Ich habe keine Ahnung. Aber das ist doch egal. Ich habe was für meine Zeitung. Das totale Chaos bricht aus, als Uromas Treppenlift stecken geblieben ist. Was ist denn da unten passiert? Darüber mach dir mal keine Sorgen. Ich kümmere mich jetzt erstmal um deinen Treppenlift. Also, wollen wir mal sehen. Aha! Nun weiß ich, wo das Problem ist. Also, den hier sollte Theo dir schon vor einer ganzen Weile geben. Oh, und was war das? Diese Geschichte kommt auf jeden Fall auf die erste Seite meiner Zeitung. Mir fehlt nur noch eine Schlagzeile. Wie wär's mit dem Strickhandschuh bremst Uromas Treppenlift aus? Er muss in die Schiene des Treppenlifts gefallen sein, als du so eilig hattest, Reporter zu werden. Oh nein, das war ja alles meine Schuld. Oh, das tut mir sehr, sehr leid.
Ich denke, dass du einfach nur ein bisschen übereifrig gewesen bist. Hm? Das ist alles. Theo, mein Liebling, wie ich höre, bist du jetzt Reporter geworden. Dann zeig mir mal, was du alles aufgeschrieben hast. Ja, mach ich, Uroma. Aber erst muss ich das ganze Chaos beseitigen. Es tut mir so wahnsinnig leid. Heute gab es bei einer Familie eine Katastrophe, als ein Zebra einen Handschuh auf der Treppenliftschiene fallen ließ. Es war noch ein sehr, sehr junges Zebra. Zum Glück hat sich niemand verletzt. Und das Chaos wurde schnell beseitigt. Also, das ist wirklich ein sehr guter Zeitungsartikel, Theo, das muss ich schon sagen. Und für diese Leistung hast du dir ein paar Erdbeeren und Butterkekse verdient. Und das hier.